Sie sind also... Wieder im Geschäft, ja. Und Sie können... Channeln, von der Vergangenheit bis zur Zukunft. Ich sehe alles. Gib mir deine Hand. Nicht schon wieder. Bitte, komm her. Moment noch, du berechnest doch nichts. Wenn Sie nichts verlangen. Cool. Bloß, du kommst besser weg. Ich habe ein höheres Honorar. Ich habe dir schon zigmal gesagt, du musst teurer werden. Du wirst auf eine Reise gehen. Im Ernst? Im Ernst jetzt? Es stimmt, ich sehe es. In ferne Länder. Und was ist da sonst noch? Ich sehe Zufriedenheit und Glück bei dir. Wirklich? Ich sehe dich lieben wie noch nie in deinem Leben zuvor. Wow. Nun ja, das passiert mir vielleicht im nächsten Leben. Hector, das ist dein nächstes Leben. Clara, ich muss hier raus. Ich will eine Reise machen. Ich merke, dass ich meine Patienten nicht glücklicher mache. Und ich möchte was erforschen. Und was? Naja, was Glück ist. So, dass ich helfen kann. Sieh dir mein Leben an, Clara. Ich komme wie ein Schwindler vor. So wie einer, der immer nur auf Landkarten verreist und dann von der Welt berichtet. Wann? Bald. Sehr bald. Gleich. Ich kann jetzt aber keinen Urlaub nehmen. Das ist völlig undenkbar um die Jahreszeit. Ich weiß. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Wirklich sehr. Wenn ich wiederkomme, wirst du dann hier? Wie lange bleibst du weg? Ich weiß nicht. Dann kann ich dir keine Antwort geben, schätze ich. Du wirst auf eine Reise gehen. In ferne Länder. Was ist da sonst noch? Ich sehe Zufriedenheit und Glück bei dir. Es war einmal ein Psychiater namens Hector. Da war der Abend im Eimer. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Der ein erfülltes Leben führte. Scheinbar. Sie wirken etwas bedrückt, so gar nicht ihrer Art entsprechend. Merken! Du Blödmann, du! Ich muss hier raus. Ich möchte was erforschen. Und was? Was Glück ist. Wo soll Ihre Reise denn hingehen? Ich habe an China gedacht. China? Genial. Ich komme von weit her und versuche zu verstehen, was die Menschen glücklich macht. Es ist Montag, wir haben geschlossen. Würden Sie sich als einen glücklichen Menschen betrachten? Wenn Sie am Ende der Reise sind, skypen Sie mich an. Sie haben Skype? Business oder Vergnügen? Ich will wissen, was Menschen glücklich macht. Hey, ich bin in Afrika. Hallo, Jungs. Hey! Kommst du nach Hause? Noch nicht. Endlich kann ich zurück zu meinem bedeutungslosen Leben. Wir sollten uns nicht so sehr mit der vielbeschworenen Suche nach dem Glück beschäftigen, sondern eher mit dem Glück beim Suchen.